Was ein Marc Schnatterer für den 1. FC Heidenheim ist, ist Daniel Bernhardt für den VfR Aalen. Seit 12 Jahren steht der mittlerweile 35-Jährige beim Tabellen 13. im Tor. Von der zweiten Liga bis in die Regionalliga hat er alles mitgemacht. Sein Gegenüber beim FSV Frankfurt muss heute verletzt passen. Daniel Endres wird von Ersatzkeeper Kenan Mujicinovic ersetzt. Rein sportlich betrachtet geht es für beide Teams nur noch um eine gute Platzierung. Und das ist ihnen auch anzumerken, das ist die erste wirkliche Torannäherung der Partie. Und da sind schon fast 20 Minuten gespielt. Der VfR macht in der Anfangsphase den frischeren Eindruck. Asuak mit dem Ballverlust, Merck geht zu Boden und Marc Haiger zeigt auf den Punkt. Und die Entscheidung des Unparteiischen geht völlig in Ordnung. Merck wird von Muic klar am Fuß getroffen. Elfmeter für Aalen. Und damit auch gleich mal die Möglichkeit für Mujicinovic, sich auszuzeichnen im direkten Duell mit Alessandro Aprusquia. Mujicinovic oder Aprusquia, 1:0 für Aalen, ganz lässig verwandelt. Und die Gäste verdienen sich auch diese Führung, weil sie die aktivere und vor allem torgefährlichere Mannschaft sind. Mujicinovic hat beim Strafstoß keine Chance. Vom FSV, der unter der Woche ja ins Halbfinale des Hessenpokals eingezogen ist, kommt offensiv weiter wenig. Stattdessen wieder die Aalener mit der nächsten guten Gelegenheit. Sakai verpasst um Haaresbreite das 0:2. Wir springen in die 32. Minute. Jetzt wagt sich der FSV auch mal endlich nach vorne. Und Arif Gütschlü hat den ersten richtig gefährlichen Abschluss. Mehr kommt von Frankfurt allerdings nicht im ersten Durchgang. Der VfR führt zur Pause völlig verdient mit einem nahezu beschäftigungslosen Daniel Bernhardt. Und auch zu Beginn der zweiten Halbzeit ändert sich erstmal nicht viel am Spielverlauf. Aalen bleibt die bessere Mannschaft und hat auch die besseren Chancen. Mujicinovic klasse gegen Merck. Keine 120 Sekunden später, die Gäste drängen jetzt auf das zweite Tor. Schöne Hereingabe in die Mitte und der Pfosten verhindert das 0:2. Frankfurt leistet sich heute ungewöhnlich viele Fehler im Aufbauspiel und offensiv kommt es kaum zu Abschlüssen. So ein Ball ist natürlich eine leichte Beute für den erfahrenen Daniel Bernhardt. Thomas Prendl stellt seine Mannschaft Mitte der zweiten Hälfte etwas offensiver um. Dadurch ergeben sich zwangsläufig Räume zum Kontern. Schöne Einzelaktion von Hoffmann, der Abschluss dann aber doch deutlich rechts vorbei. Wir machen einen großen Sprung in die Schlussphase. Es läuft schon die 84. Minute und das ist die Riesenchance zur Entscheidung. Es war ja fast schon schwerer, den nicht zu machen. Barini setzt den Ball über den Kasten. Wer auf eine Schlussoffensive von Frankfurt wartet, der wurde heute enttäuscht. Stattdessen hat Aalen ganz viel Platz zum Kontern und Leon Volz setzt den Deckel auf diese Partie. 2 Minuten vor dem Ende macht Aalen hier alles klar. Volz mit seinem 5. Saisontor und wahrscheinlich auch seinem leichtesten. In der Nachspielzeit bekommt der VfR sogar noch die Gelegenheit auf 3:0 zu stellen, aber Hoffmann setzt den Ball wenige Zentimeter neben dem Pfosten. Somit bleibt es am Ende beim verdienten 2:0 Erfolg für den VfR Aalen, der dadurch in der Tabelle auf Rang 12 klettert. Der FSV hingegen verliert das zweite Ligaspiel in Folge, hat den Fokus aber schon auf das Pokal-Halbfinale gelegt. Mittwoch in einer Woche geht es um den Finaleinzug gegen Drittligist Wien Wiesbaden.